Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich mache jetzt eigentlich vor allem nur diese Aufnahme hier nach der Weekend League, weil ich die Squad Battle Belohnungen abholen wollte. Und das Ganze natürlich nicht ohne euch machen möchte. Dementsprechend mache ich jetzt hier die Aufnahme, sonst hätte ich wahrscheinlich keine Aufnahme gemacht. Ist jetzt nichts Krasses, wir waren ja bloß Silber 2 oder irgendwie sowas. Silber 1 sogar, oh. Und dafür gibt es ein Trikot Fosan Nations, ist mir egal, zwei Goldsets, die sind nicht wirklich krass, aber vielleicht haben wir ja Glück und 2000 Coins, natürlich besser als nichts, nehme ich gerne mit. Und, ach ja, ist toll, jetzt seht ihr direkt den Spieler, den ich mir gekauft habe. Zu der Geschichte Toprak erzähle ich dann gleich was. Erstmal machen wir jetzt die zwei Packs auf. Ist halt nur ein seltener Spieler drin, also das sind halt wirklich ziemlich schlechte Goldpacks und von daher. Okay, ja, schön, das Trikot ist schön. Können wir jetzt, kann ich mir ein Set aufmachen oder? Vielleicht haben wir, ich meine, wir haben ein seltener Spieler, kann da trotzdem drin sein, wenn wir Glück haben, ist was Geiles drin. Es ist kein seltener Spieler. Dioix ist der Beste, nice! Das ist wahrscheinlich ein seltener Vertrag, denke ich mal. Ah, oh, noch ein Silberspieler. Koka. Preisvergleich. 400, 300. Nichts wert. Wir können ja trotzdem mal gucken, es sind ja nicht so viele Spieler, ob die anderen irgendwas wert sind. Manchmal hat man ja ganz doll viel Glück und die werden in irgendeiner Squad-Building-Challenge gebraucht. 600, der ist nichts wert. Der auch nicht. Was ist denn jetzt das Seltene? Was? Ach hier, oh, ich hab's fast übersehen. Das unterscheidet sich fast gar nicht, oder? Das Glänzen von dem goldenen, von dem seltenen Goldbetrag normal. Deswegen habe ich es fast nicht. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht sein, dass hier keine seltene Karte drin ist. Bekommen wir wenigstens wieder ein paar kleine Goldbeträge. Die können wir auch immer gut gebrauchen. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Ne. Jones, na da ist wenigstens ein bisschen was wert. Hoffe ich. 1-2, 1-1. Ich denke für 900 bekommen wir ihn los. 1000 habe ich gerade gesehen. Ja, 900. 900 ist gut für einen nicht seltenen Spieler, von daher. Ich hätte jetzt keinen Bock, die. Ah, wobei, das ist Spanien. Vielleicht ist der auch noch was wert. 1600, ne, der ist nichts wert. Dann packe ich den Rest in den Verein. Auch hier ist es ein seltener Goldvertrag, immerhin. Das könnte ja auch ein seltener Silbervertrag sein. Das wäre dann blöd. Oder ein seltener Managervertrag. Das wäre richtig geil. So, jetzt machen wir noch zwei Spiele. Und natürlich machen wir Liga, weil ich. Ach so, wir können ja mal theoretischerweise gucken, was jetzt gerade anliegt. Und was man da bekommt, gibt keine Teilnahmebedingungen, man bekommt ein Goldset. Aber eigentlich will ich versuchen, auf Liga 2 oder 1 halt mit der Zeit zu kommen, weil man sich darüber dann ja auch für die Weekend League qualifizieren kann. Das ist jetzt gerade wichtiger, als mir hier ein Goldset abzuholen, weil da ja eh nur Schrott drin ist. Und da können wir jetzt nochmal kurz über Toprak reden. Ich hatte nämlich mit jemanden über FIFA und die Innenverteidiger geredet von der Bundesliga, gebratener Hund, falls du das hörst, hallo. Und da habe ich dann mal, der hat halt gesagt, dass er Süle im Team hat und Tah. Und da habe ich mir so ein bisschen nebenbei die Innenverteidiger angeguckt, die es in der Bundesliga gibt. Und hat dann halt gesagt, dass ich mir Süle wahrscheinlich nicht erst hole, weil Süle ist recht langsam, den müsste man also mit Shadow spielen. Und es ist mir einfach zu teuer, Süle Shadow zu geben, weil das sowieso nur eine Übergangslösung wäre. Voraussichtlich lange spielen würde ich halt Toprak und dann halt logischerweise irgendwann Sokratis und eventuell dann irgendwann mal Hummels testen. Aber Toprak ist halt genauso ein 83er Innenverteidiger wie Süle, aber Süle lohnt sich dann einfach nicht, weil ich mir dann, wobei den können wir eigentlich gleich auf dem Transferliste packen, weil ich halt ja dann lieber Toprak habe, der schön schnell ist und super geile Defense hat. Und
bei ihm dann auch kein Problem habe, ihm mit Chemistry Style zu spielen, aber Sühle in Chemistry Style zu geben, Shadow mit 5000, dann werde ich auf jeden Fall Verlust machen, deswegen hatte ich da keinen Bock. Und dann habe ich halt geguckt und habe ich gesehen, oh, Toprak, den würde ich auf jeden Fall mit Anker spielen, weil da braucht auch ein bisschen körperliche Physis. Und da habe ich geguckt, was er so kostet. Da habe ich eingesehen für 3000, glaube ich. Das war aber schon ein Schnäppchen. Ich glaube, das zweitbilligste war 3,4. Und dann habe ich geguckt, wie viel einer kostet mit Anker. Und da gab es tatsächlich durch Zufall gerade einen auf den Markt gestellt für 3900. Das ist halt ein totaler Schnapper, weil ich glaube, der Chemistry Style Anker kostet schon 3000 oder so. Von daher habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf. Du hast zwar auf dem Bender noch Haufen Verträge. Ah ja, und er hat auch noch ein paar Verträge, 21. Und da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, du hast auf Bender noch ein paar Verträge. Aber Toprak mit Anker, mit den Verträgen für nur 3,9, da habe ich auch quasi keinen Verlust in der Zukunft, weil er wird auch nie auf 1000 Coins sinken. Und der Chemistry Style Anker wird immer relativ teuer bleiben. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich immer für den Preis oder vielleicht sogar mehr verkaufen. Ich könnte ihn jetzt auf jeden Fall mit Gewinn verkaufen. Und von daher, er hat 4 Sterne auf den schwachen Linken, 3 Sterne auf den schwachen Linken. Und von daher, ja, mega Bock gehabt auf Toprak. Wir haben jetzt Toprak. Und das ist ja, wie gesagt, wenn jetzt nicht irgendwie eine Inform reingrätschen, irgendein interessanter Inform-Spieler jetzt durch Zufall reinkommt. Moment, ich will natürlich Neuer mir aufheben für die Weekend League. Die brauchen wir jetzt hier nicht. Genau, und solange ich irgendeine Inform reingrätsche, werde ich jetzt Toprak wahrscheinlich erstmal eine ganze Zeit lang spielen. Bin gespannt, was ich spielen, aber wahrscheinlich ziemlich geil. Also Felipe Andersen hat mich jetzt nicht so mega überzeugt, da kriegt man einen kleinen Vertrag. Und zwar gebe ich den nur einen Silbervertrag. Eigentlich ungewöhnlich, der hat so geile Werte, 4 Sterne auf dem schwachen Fuß. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht geil finde. So, wir brauchen eigentlich auch gerade keine Leihspieler auf der Bank. Ich überlege halt gerade, ob ich den Torhüter einwechsle. Aber wenn ich jetzt den Torhüter einwechsle, vergesse ich dann wahrscheinlich wieder Lemar zurückzuwechseln. Ach ja, und Donnarumma braucht eh keine Fitness. Der hat ja eh nur ein paar Spiele auf Leihbasis und dann ist er eh weg. Ne, wir spielen jetzt einfach. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist in der Liga, weil ich fand ja schon, als ich von der Liga zu Weekend League gewechselt bin, da fand ich schon, dass Weekend League die Gegner im Durchschnitt deutlich besser waren und es deutlich schwieriger war. Und es halt deutlich einfacher war im normalen Liga-Modus. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt immer noch so ist. Oder ob das einfach nur so gefühlt war und jetzt hier in. Ich meine, es ist nur Liga 9 hier. Man kann ja auch nicht die Weltklasse unterwegs sein. Man muss ja jetzt eigentlich schon einen Unterschied zu merken sein. Die müssen jetzt eigentlich leichter sein. Ich hoffe es zumindest. Schnelle 2 Spiele, 2 Siege. Ich weiß gar nicht, haben wir dann schon den Titel, wenn ich jetzt 2 Siege holen würde? 6 Punkte? Das könnte sogar sein. Oh, krass! Ihr habt noch nicht mal volle Chemie! Und halt auch Bänder in der Innenverteidigung. Richtig schlechtes Team. Also jetzt von der Chemie her. Und auch so nichts Krasses drin. Also immer ernst nehmen die Gegner. Das ist ganz, ganz wichtig. Habe ich in FIFA 17 bitter gelernt. Er kann natürlich gut spielen, klar. Aber ich muss das Ding jetzt einfach gewinnen über die Chemie. Das heißt, konzentriert spielen. Keine Experimente. Anständig spielen. In der Abwehr konzentriert und gut stehen. Und im Angriff die eigenen Chancen nutzen. Und wir haben natürlich das deutlich bessere Team von der Chemie her, aber auch einfach von den Spielern. Und da haben wir das erste Tor. Das war eine Direktabnahme. Also ich habe direkt geschossen mit Traoré und er hat ihn auch direkt gemacht. Sehr schön. Ich habe nicht zweimal auf Schießen gedrückt, zwar habe ich einfach normal auf Schießen gedrückt. War aber auch schön gelaufen von Traoré und ein schwerer, schwerer Abschluss. Hat man ja gesehen, dass er auch wieder den so stolpernd geschossen hat. Ich lasse mal auf ausgeglichen momentan, weil ich denke, ihr braucht erstmal noch keine defensive Einstellung. Ist, denke ich, auch ein Gegner, der abbrechen wird, wenn es hier 3-0 oder sowas steht. Deswegen versuche ich mal ganz schnell 3 Tore zu schießen. Oh, ich wollte den normalen Pass nach hinten machen und er macht ihn halt einfach nach vorne in den Lauf. Obwohl ich halt normal gepasst habe. Das. Ah, schade. Oh, wenn Arangis den annimmt, dann passe ich nochmal auf Voller und dann knallt er den rein. Bummt aus Nikolaus.
Ah, das war dumm. Da dachte ich halt auch, Gnabry bleibt kurz. Ach, fuck! Ich dachte, ich komme hier an dem Spieler nochmal vorbei mit Arangues und kann ihn dann schießen. Aber das habe ich mich geirrt. Kurz Angst gehabt, dass es jetzt vielleicht doch direkt den Ausgleich gibt. Also schnelle drei Tore gibt es anscheinend nicht, aber naja, mal schauen. Zumindest ein schneller Führungstreffer, das ist doch schon mal gut. Den hält Sommer fest, sehr schön. So, Traoré ist doch schnell. Oh, was? Der Ball war nicht lang genug. Wenn er den länger in den Lauf spielt, kommt der Gegner definitiv nicht ran. Toprak. Sehr schöne Stellungsspiel. Gut gespielt, Steiger Linker. Auch hier habe ich nicht zweimal auf Schießen gedrückt, sondern einfach nur auf Abschluss gedrückt, ins lange Eck gezielt oder ins kurze Eck gezielt, je nachdem. Das ist lange, ne? Und er macht ihn dann von alleine flach, weil er einfach nicht so scharf geschossen war mit seinem steigen Linken. Perfekt. 2-0. Ich denke, wenn wir noch eins schießen, dann war es das auch. Also ich denke, er bricht schon bei dem 3-0 ab, der Gegner. Ja, Distanzschuss. Aber das ist schon merkwürdig, dass das wirklich der erste Gegner ist mit einer richtig schlechten Chemie. Also wo du weißt, okay, der kennt das Spiel noch nicht, der hat es noch nicht richtig verstanden, der weiß es nicht mit der Chemie. Entweder weiß es nicht oder macht mit Absicht nicht oder keine Ahnung, wie auch immer. Und das ist der erste, sonst haben wir wirklich teilweise schon ziemlich gute Teams gehabt. Hätte ich, denke ich, auch flach in den Lauf spielen können. Ziemlich gute Teams gehabt bei den Spielern, die wir bisher getroffen haben. Aber er ist immerhin in Liga 9, ne? Also er hat sich schon mal aus Liga 10 befreit. Oh, ich trottel, ey. Den Ball hätte ich so easy nehmen können. Jetzt machen wir mal das dritte. Boah, schlechte Ballannahme von Gnabry, aber ich finde generell, die gelupften Laufpässe sind ziemlich schwach. Weil die meistens, weil die, was heißt meistens, die kommen oft zu kurz. Also man braucht halt echt viel Platz, damit die anständig kommen. Die flachen Laufpässe sind deutlich besser. Ich meine, logischerweise ist ein flacher Pass immer einfacher als ein gelupfter, aber ich finde schon, die sind ziemlich schlecht. Kann natürlich sein, dass man hier einfach die totalen Passmonster braucht, damit es ein einständiger gelupfter Pass wird. Man hätte auf jeden Fall das. Dass Volland Sniper drauf hat und ein gutes Dribbling. Alaba als Leihspieler. Wir haben unseren Alaba leider schon verbraucht. Aber haben noch ein paar andere dafür. Aubameyang. Neuer. Ach, Neuer haben wir nur noch ein Spiel. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe auch keine wirklich krasse Parade. Es waren ja nicht viele Spiele, logischerweise. Aber bisher hat er keine, habe ich keine krasse Parade von ihm gesehen. Also nichts, wo ich gesagt hätte, oh krass, den hätte mir wahrscheinlich ein anderer Torhüter nicht unbedingt gehalten, sondern
War eigentlich ein, ja, ich habe nichts Besonderes gemerkt, muss ich zugeben. Ich hab's versucht abzubrechen. Ich hab's versucht abzubrechen. Und hab die Tasten dafür entsprechend gedrückt. Aber er ist halt trotzdem drauf gerannt. Und geht noch an den beschissenen Ball rein, wodurch wir dann den Abschluss bekommen statt die Ecke. Geil, Gnabry will unbedingt den Ball haben, hat deswegen Volland gefoult und das war auch scheiße gespielt. Ich merke schon, wie ich mich einlullen lasse von der gegnerischen Stärke. Man spielt dann einfach nicht mehr so gut mit, das ist das auch nicht. Man denkt halt, man kommt schon irgendwie durch und macht es dann halt nicht spielerisch klar. Und frisst hier fast noch einen Anschlusstreffer. Einen sinnlosen. Wir könnten viel dominanter sein, aber. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher, aber wir haben zweimal geschossen, ne? Und es sind zwei Tore gewesen. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob er bei einem 3-0 abbricht, weil wir leider nicht mehr so dominant sind, wie vielleicht die ersten Sekunden über das rüberkamen. Den müssen wir mal noch ein bisschen. Ich denke beim 4-0 dann schon eher. Aber je später das im Spiel ist, desto eher lassen sie es ja auch zu Ende laufen, als dass sie dann abbrechen. Also in der ersten Halbzeit 3-0 hätte er, denke ich, abgebrochen. Kein guter Schuss. Viel zu zentral auch und nicht straff genug. Bei solchen Distanzschüssen muss man halt versuchen, ihn wenigstens immer so straff zu schießen, dass es nicht möglich ist, vom Torhüter den zu halten. Natürlich, je zentraler der Schuss kommt, desto einfacher ist es natürlich, ihn auch festzuhalten. Damit man einfach entweder eine Ecke bekommt, was dann meistens der Fall ist, oder vielleicht sogar einen Abpraller in ein Tor verwandeln kann. Schön gemacht von Toprak. Ersten zwei guten Aktionen hat er schon gehabt. Und wie gesagt, ich denke, so wie seine Werte aussehen, wird er auch richtig geil sein und bleiben. Von hinten rein, da könnte man schon mal über Rot nachdenken, ne? Na, gibt nur Gelb, dachte ich mir schon. Er kommt eigentlich anders angerannt, der Torhüter, wenn's rot ist. Ah, das haben wir gut gemacht, gut platziert. Leider bleiben wir nicht im Ballbesitz. Das war nicht so geil, aber ich dachte, den kriegen wir durch, den Ball. Abseits. Bin ein bisschen enttäuscht von meiner Leistung. Ich denke, ist auf jeden Fall, hier wäre mehr drin gewesen. Ich denke trotzdem, dass wir gewinnen, aber irgendwie, weiß nicht. Bender mal wieder. Wäre nicht ungewöhnlich gewesen, wenn der mal wieder ein Tor macht. Oh, wenn ich ihn da noch mal durchgesteckt bekomme. Fuck. Dann hätte ich mit Sicherheit das 3-0 gemacht. Aber mir gefällt jetzt mein Aufbauspiel auf jeden Fall besser. Es ist viel ruhiger und da ist das 3-0. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber ich denke nicht mehr, dass er jetzt abbricht. Schönes Tor, auch ja, schon ging schon in Richtung Distanzschuss und dann auch noch mit einem schwachen rechten, ne? 3 Sterne auf dem rechten Fuß, Linksfuß eigentlich. Und ich denke, er war auch nicht haltbar für den Torhüter. Also das war jetzt auch kein Torhüterfehler. Mal gucken. Oh, aus der Perspektive nicht zu sehen. Kann sein, dass er haltbar war. Aber war ja schon ziemlich ins Eck platziert. Na, ich sage ja, er bricht nicht ab, schade.
Vielleicht wäre er in der ersten Hälfte abgebrochen. Ich denke auch jetzt bei dem 4-0 bricht er nicht mehr ab, weil jetzt ist er das Spiel nicht mehr so lang. Vielleicht schaffen wir jetzt 0 zu spielen und keinen Gegentreffer zu bekommen. Da gibt es ja auch noch mal ein paar Coins mehr, ne? Spiel ohne Gegentreffer. Weiß gar nicht wie viel. Vielleicht können wir mal nach dem Spiel darauf achten, wenn ich dran denke. Was? Der war gefährlich, krass. Das sah eigentlich aus der ersten Perspektive gar nicht so gefährlich aus, sondern ja, genau, da geht komplett daneben oder drüber. Das war dumm von mir, gebe ich zu. War halt wieder so ein Ding so von wegen, ach, es wird schon irgendwie klappen. Komm, Fräulein, ich hab dich in den Lauf geschickt. Frank ist leider nicht der Schnellste. Aber wen auch immer er da hat, der ist auf jeden Fall ultra langsam. Schade. Sehr gut von Piszczek. Schade, schade, schade. Weil der Rangel noch einen machen, schön gedribbelt vorher. Mein Gegner verteidigt natürlich auch nicht so gut und geht ziemlich aggressiv dann drauf. Hat jetzt wahrscheinlich auch weniger Bock als am Anfang. Jetzt wird's hässlich. Ach, Kaká hat er auch. Alter, ist auch ultra langsam. Kaká war auch mal so ein geiler Spieler, ist auch nicht. Hat dann irgendwie seine Karriere kaputt gemacht, so ein bisschen. Abseits. Ich wollte eigentlich direkt ganz auf Außen spielen, nicht auf Toprak. Ah, jetzt geht er viel aggressiver drauf als am Anfang. So, wenn ich hier vorbeikomme, holt er mich nicht mehr ein. Sehr schön. Ach, das passiert zu oft. Bin ein bisschen müde, merke ich gerade, aber das zweite Spiel mache ich dann noch. Wenn wir ganz viel Glück haben, bekommen wir wieder so einen Gegner. Wie kriege ich das schon hin? Ach, ich dachte, Gnabry macht auch mal noch einen. Diesmal habe ich Flachschuss gedrückt mit Traoré. Ja, fällt um. Ach, das ist schön. Das klappt immer so selten. Ich weiß auch nicht. Das geht mir am Sack, wenn es nicht klappt. Ich mag das. 4-0. Da gibt es auch noch mal ein bisschen mehr Kohle. Zweite Tor Traoré, ne? Und da dann überlegt und langsam mit seinem starken linken flach ins lange Eck. Aber ich denke, der kann gehalten werden, der Ball. Von den besseren Torhütern. Da habe ich aber ganz schön ausgetrickst. Ach, Rooney hat er auch. Da wird er aus jeder Liga einfach so ein paar Spieler, die mir gefallen, die billig waren, die er vielleicht auch aus dem Pack gezogen hat, einfach genommen. Ergänzt mit einem Leihspieler Alaba und gedacht, das ist ein geiles Team. Schlecht gemacht. Ich dachte, ich kann austribbeln. So, das war's dann ja auch gleich mit dem Spiel. Gehen wir dann auch direkt zum nächsten. Überlege, ob ich nochmal mit der Bundesliga spiele. Jetzt hier in der Liga ist es mir nicht ganz so wichtig, ob ich jedes Spiel wechsle. Das ist mir in der Weekend League wichtiger. Weil es halt auch eine Verlängerung gehen kann und ich damit das Verletzungsrisiko senke. So, was klinken. Traoré zwei Tore, Volland zwei Tore, Vorlagen, Arangis, Bender, Ginter sogar eine Vorlage und Gnabry. So, Tore 160, das heißt es gibt 200 bei 5 Toren, das wird das Maximum sein. Spieler des Tages gibt 15, Passgenauigkeit 80%, Ballbesitz 56, erfolgreiche Grätschen 3, Skillbelohnungen 409 Multiplikator 0, aha. Ecken 10, Schüsse aufs Tor, Karten, Gegentore 0,
Spiel ohne Gegentor. Ah, da, 75. Okay. Abseits bekommt man auch noch abgezogen. Ich hätte nur 540 Coins ohne meinen Boost bekommen. Das ist ganz schön wenig, ey. Ich finde, die sollten das irgendwie mehr belohnen, wenn man spielt. Oder dass man einfach mehr Coins bekommt für die Spiele. Also was man alleine fürs Spielen bekommt, ist so extrem wenig. Ich finde das eigentlich ein bisschen unfair. Gerade neuen Spielern gegenüber. Dann mache ich jetzt nochmal eins mit denen. Ich habe eigentlich schon Bock, nochmal mit der Bundesliga zu spielen. Ach so, jetzt haben wir hier den Bender. Aber da gibt es ja eigentlich gerade niemand. Und ich glaube, ich würde auch eher Bender behalten als Hector. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Sechser tausche, dann als erstes Hector. Da ist zwar viel schneller und so, aber Bender ist viel auffälliger, viel besser. Was hat er bisher? Ach ja, scheiße, der war ja neu gekauft mit Anchor deswegen. Aber er hat trotzdem schon wieder in den ersten zwei Spielen ein Tor gemacht, in der Vorlage. Und wir wissen ja, dass der Bender, den wir da vorher stehen hatten, der hatte viele, viele Tore vor allem und auch ein paar Vorlagen. Und er hat jetzt in 15 Spielen gerade mal 2 Scorerpunkte. Ja, also wie gesagt, Hector ist da auf jeden Fall schlechter. Das heißt, Bender bekommt dann auch einen Vertrag. Ich glaube, dem können wir auch einen großen Vertrag geben. Kann es sein, dass der auf der Bank fehlt, weil er hat nur 88 Fitness. Scheiße, Mann, da müssen wir doch wieder Calcio A spielen. Toprak kommt natürlich auch auf die Bank. Tatsache. Gut, dann spielen wir halt mit denen. Icardi bekommt natürlich auch einen Vertrag. Lässt sich sehr, sehr geil spielen bisher. Ich sehe da auch keinen Grund. Also es kann ja immer sein, dass jetzt eine Inform rauskommt, ein Inform-Stürmer oder so, den ich mir da kaufe. Also es könnte immer mal passieren, dass da einer... oh nein, ich muss meine Leihspiele rausnehmen. Mein Donnarumma ist jetzt nicht ganz so schlimm. Der kostet erstens nicht viel, wenn ich mir den kaufen wollen würde. Den lasse ich drinne. Aber nein, Golan wäre Verschwendung. Wenn ich da der Typ ist auf der Bank. So. Ja, Donnarumma ist nicht so wichtig. Der kann ruhig spielen. Den kann ich mir auch dann einfach kaufen, sobald er abgelaufen ist. Meine Tendenz geht jetzt schon zu Donnarumma, muss ich sagen. Aber ich glaube, wenn die Spiele abgelaufen sind bei Donnarumma, dann wird es sowieso so sein, dass ich nochmal gucke, was es so für Torhüter gibt. Und dann kaufe ich mir vielleicht direkt einen besseren. Weil es ist immer nur ein 82er. Gibt es ja auch bessere Torhüter noch. Der hat fast volle Chemie. Nicht jeder Spieler kommt auf volle Chemie, glaube ich. Interessantes Team. Auch wieder ein Hybrid. Definitiv sollte der besser spielen. Hat auch Toprak, wie man sieht. Sollte der besser spielen, als er vorher gehen. Dann mal gucken, ob ich kenne. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich verliere, weil, wie gesagt, ich bin echt ein bisschen müde. Und da könnte es sein, dass meine Konzentration jetzt nicht mehr hoch genug ist. Das haben wir erstmal gut gemacht. Mit Icardi, unserem Stürmer. Jetzt fängt er auch noch an, in der Abwehr zu helfen. Sehr gut. Oh, ich dachte, er antizipiert und zieht nach innen. Deswegen habe ich ein bisschen angetäuscht. Aber es hat ja nicht funktioniert. Hat er ein bisschen Probleme über außen oder was? Lässt mich schon wieder ziemlich frei durchlaufen. Jetzt bekommen wir wenigstens mal die Ecke. War nicht schlechter Schuss, aber zu unplatziert. Danke. Ja, der hat Probleme. Das klingt komisch. Der hat Probleme. Ihr wisst, wie ich es meine. Der hat Probleme. Mit Doppelpässen, der kommt gar nicht auf Doppelpässe klar. Die habe ich sogar ganz normal geschossen und die Karte macht ihn einfach rein. Auch wieder kein Flachschuss. Der war aber, denke ich, sogar besser gewesen in der Situation, ein Flachschuss. Also effektiver. Ich meine, da ging es trotzdem rein, aber es geht ja nicht nur um die eine Situation, sondern wie es insgesamt laufen könnte. What? Ich habe gedacht, er geht rein. Ich wollte gerade sagen, nicht so gut verteidigt. War auch nicht so gut verteidigt, aber ich hätte echt gedacht, dass der reingeht. Da haben wir Glück. Ich gehe mal auf defensiv.
Will schon gerne gewinnen. Ja, Doppelpässe. Oh, schade. Doppelpässe sind auf jeden Fall ein großes Problem bei ihm. Weil er wahrscheinlich zu aggressiv verteidigt. Was? Wieso waren wir denn da zuletzt dran? Wie geht das denn? Das war, glaube ich, mein erster geschlänzter Tortreffer. Also, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal aktiv, weil manchmal schlänzen die ja selber, gerade wenn man nicht so straff schießt. Aber es war das erste Mal, dass ich ihn selber geschlänzt habe, also selber ins Eck gelegt habe. Ich denke, ein Flachschuss wäre auch hier wieder besser gewesen oder hätte funktioniert, aber ich wollte irgendwie jetzt in dem Moment schlänzen. Zweiter Fehler, zweites Tor und das über den Fehler, schön ausgelöst. Aber das ist mir halt echt ultra wichtig, weil das war auch immer ein ganz, ganz großes Problem in meinem Spiel, dass ich zu selten die Fehler der Gegner ausgenutzt habe. Gerade sowas, wo der Torhüter dann halt wirklich so bescheuert auf dem Stürmer kurz spielt, dass man dann einfach am Stürmer hängen bleibt, daneben schießt oder sonst was. Und da ist es mir einfach wichtig, dass die Dinger reingehen. Deswegen freut es mich umso mehr. Oh, Stellungsfehler oben, der ist komplett blank. Das habe ich leider zu spät gesehen. Ja. Mein Problem, mein Fehler, wie gesagt, das habe ich zu spät gesehen, dass der oben leer war. Und ich habe, glaube ich, den Verteidiger, der da hingehört hat, habe ich abgezogen. Den habe ich rausgezogen gehabt. Und dann konnte ich nicht mehr zulaufen. Schade. Das war dumm. Das ist blöd. Kein zu null Spiel mehr, aber ich hoffe, dass es jetzt trotzdem nicht so weitergeht und ich weiter gut spiele. Gegner macht einen krasseren Fehler als ich. Also mein Fehler war jetzt nicht ganz so krass wie der vom Gegner, aber Gegner macht einen krassen Fehler, wird bestraft. Ich mache einen auch einen ziemlichen Schnitzer. Nicht so groß wie der Gegner, wird aber auch direkt bestraft. So sollte Fußball sein. Oh, das war der falsche Spieler. Auch da habe ich gedacht, da geht rein. Aber hier muss ich sagen, habe ich meiner Meinung nach vielleicht nicht perfekt, aber gut verteidigt und konnte recht wenig machen. Das hat er einfach gut gespielt. Er darf ja auf gar keinen Fall noch ein Tor schießen. Er darf vor allem nicht unentschieden spielen oder gewinnen. Wir müssen gewinnen, weil wir sind auf jeden Fall besser als der Gegner. Boah, was ist denn das gerade für ein Slapstick? Schön gemacht. Er war noch dran, ne? Ja. Und! Oh, Alu! Fuck! Ich glaube, Icardi hat auch bisher noch keinen Kopfballtreffer gehabt. Schlecht verteidigt, schlecht verteidigt. Hier ist Biegli ja zum Glück schön mitgelaufen. Aber wie gesagt, das vorher war einfach schlecht verteidigt von mir. Wenn er da so durchläuft, darf der Pass dann einfach nicht kommen. Entweder stehe ich da oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Dritte Tor Icardi. Es klappt wieder nicht. Es geht mir auf den Sack, wenn es nicht klappt. Ich sehe das so gern, wenn die da alle umfallen. Das haben wir schön gespielt. Das haben wir schön rausgespielt. Und dann Flachschuss mit Icardi. Nice. Der ja gerade was Schönes tut für seine Treffergenauigkeit. Das wird logischerweise dann nicht mehr so einfach, wenn wir irgendwann mal in höheren Ligen sind. Dann wird es solche Spiele einfach so gut wie gar nicht mehr geben. Aber es ist ja wichtig, dann auch am Anfang. Es kann natürlich sein, dass später Icardi gar nicht mehr funktioniert. Aber es ist ja auch wichtig am Anfang, wenn man diese Chancen hat, dass die einfach genutzt werden. Und das macht Icardi halt einfach gerade zur Zeit grandios. Das war nicht gut gedribbelt. Dafür gut wiedergeholt. Schade. Hätte ich, denke ich, besser auf den zweiten Pfosten geflankt. Will er schon wieder den Fehler machen, oder?
Was finde ich denn am besten, wenn die Spieler nicht lernen aus ihren Fehlern? Schade, hat er Glück. Dreierpack Icardi war kein lupenreiner Hattrick, weil ein Tor vom Gegner dazwischen war, aber Dreierpack ist auch schon mal nicht schlecht. Und in England sagt man trotzdem Hattrick dazu. Und er darf den Ball mit nach Hause nehmen. Das ist eine interessante Variation, aber das hat er jetzt nicht so gut ausgeführt. Muss dann, denke ich, schneller gehen. Oh, zum Glück. Aber da habe ich dann Donnarumma auch rausgeholt, dass er den nimmt. Ich dachte, ich kann mich durch die Pace absetzen. Hat nicht geklappt. Macht aber nichts, weil wir uns die dann einfach wiederholen. Ich sage ja, Doppelpässe, Doppelpässe, Doppelpässe. Der dritte oder vierte Versuch ist dann... Oh, in Icardi natürlich wieder. Viererpack Icardi. Und jetzt fällt der Baum aber. Ach so, er lässt mich nicht mehr den Baum fällen. Okay. Vierer Treffer Icardi. Eieieiei. Er betreibt es aber gerade richtig krass. Damit hat er jetzt sogar Origi überholt. Er hat jetzt zwar auch schon 4 Scorerpunkte geschafft, aber nicht 4 Tore in einem Spiel. Ja, da wissen wir ja schon, wer Man of the Match wird, ne? Und das in einer Halbzeit vor allem. Mauro Icardi, 9, 15, 33, 45. Das ist mein Stürmer. Jetzt wird er auch angepisst sein, jetzt wird er noch mehr Fehler machen bei Doppelpässen, denke ich. Geht halt auch so aggro drauf, einfach. Ah, schlecht gespielt, aber wie gesagt, es ist dann einfach so ein Punkt, da denkt man, jetzt geht alles und man geht schon irgendwie durch. Und dann gerade bei mir, ich denke dann immer, ich kann dribbeln plötzlich. Ich denke dann immer, so, du führst 4 Tore, geil. Du kannst dribbeln, komm, dribbel vorbei, dribbel, trickst ihn aus, aber ich kann halt einfach nicht dribbeln. Zumindest in so einer Situation so. Und deswegen kommt dann sowas bei raus. Weil ich schön auf, ich glaube, ist es Gulam, der da steht? Auf jeden Fall war jemand komplett frei am zweiten Pfosten und auf den wollte ich nämlich flanken. Also den hätte El Shaarawy auch mal reinmachen können. Es kann natürlich sein, dass die sich so denken, ah, in dem Spiel darf nur Icardi Tore schießen. Und den hätte er auf jeden Fall reinmachen müssen, schon fast. War aber halt einfach zu zentral geschossen. Boah, krasser Pass. Ich weiß nicht, warum Brozovic da nicht weiter durchläuft. Genau in dem Moment, als ich halt auf Passen drücke, bricht er das ab, das Laufen. Und deswegen hat er da nicht mehr funktioniert, der Pass. Oh Gott. Da wollte ich eigentlich nicht hinpassen. Ja, da wollte ich nicht hinpassen. De Vrij. Hat Andersen schon ein Tor gemacht? Also ich meine jetzt generell, in dem Spiel natürlich nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ach du Scheiße. Da wollte ich wieder zu genau ins lange Eck zielen. Wie schlecht von mir. Ach, das gibt's doch nicht, dass das immer wieder macht. Auch ein Spieler, der, denke ich, nicht abbricht. Hätte ich auch flach machen können. Da haben wir auf jeden Fall das erste Tor von Felipe Anderson. Auch wieder normal geschossen in der Situation. Fällt mir eigentlich auch besser aus dem Vollsprint raus.
Also falls er noch keins gehabt hat, ich weiß es nicht, dann ist jetzt das erste Tor. Eigentlich auch schwieriger Winkel, ne? Schwierige Position, da ein Tor zu machen, nicht so einfach. Ja, bricht nicht ab, dachte ich mir aber schon. Wie viel hatten wir jetzt in dem Spiel vorher? Hatten wir da auch 5 Tore? Brozovic, den habe ich auch gelegt. Ich dachte, wenn. So, jetzt fällt der Baum aber mal. Ah, jetzt will er abbrechen. Jetzt geht er raus. 6-1. Baum fällt. Da passt es doch direkt. Den habe ich wieder vorbeigeschlenzt. Ich denke, wenn der Thomas rausgerannt kommt und man so schräg auf. Ich sehe nicht mal die Wiederholung, das ist gemein. Wenn der Thomas rausgerannt kommt und man so leicht schräg, was? Aufs lange Eck zu läuft, dann denke ich, dass da das Schlenzen mit am besten ist. Brozovic. Also machen nicht nur Icardi hier die Tore. Jetzt haben wir schon Philipp Andersson und Brozovic. Aber 6-1. Das ist auf jeden Fall mein höchstes Ergebnis bisher, was nicht in der im Squad Battle gespielt. Ne, insgesamt sogar. Ich glaube, im Squad Battle hatte ich auch kein 6-1. Das war ein 5-1, oder? Ne, ein 5-0, ne? Ja. Also müsste das beste Ergebnis sein, was ich bisher überhaupt habe. In. Dieser komische Jubel, ey. Es müsste der beste sein, den ich überhaupt gehabt habe in FIFA 18. Jetzt mit 7-1 auf jeden Fall. 7-1 auf jeden Fall. Und das Ding ist, ich spiele jetzt gar nicht super merkwürdig. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt hier Eigentore schießt oder nur noch reingrätscht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt wirklich komplett aufgeben würde hier. Brozovic auch Doppelpack. Da, also das Spiel ist natürlich wieder sehr schön für meine Spieler, um Scorerpunkte zu sammeln. Ich bin mal gespannt, wer die ganzen Vorlagen gemacht hat. Das ist so eine krasse Klatsche, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht bei dem Spiel. Da hätte ich in dem vorgehenden Spiel eher an so eine Klatsche gedacht, aber da war es halt nicht so. Aber ich glaube, das Problem ist halt bei ihm wirklich, dass er überhaupt nicht mit Doppelpässen klarkommt. Och, und es gibt sogar noch einen Elfmeter, na Heideröslein. Eieieiei. Nur mal gucken, ob ich den mache. Es wäre jetzt lustig, wenn ich den nicht mache. Schönes 8-1 oder was? So, jetzt ist das Ziel wieder da. Gibt es nur in der Weekend League kein Ziel oder was? Das könnte natürlich sein. Ist Icardi wirklich der Beste? Nee, ich wusste es doch. Ulam hat nämlich 84 Elfmeter. Ach so, es könnte natürlich sein, dass jetzt Icardi mit Chemistry Style besser ist. Das weiß ich gerade nicht. Fünf Tore Icardi. Das ist jetzt auf jeden Fall, denke ich, ein Rekord, den niemand mehr schlägt für mich in FIFA 18. Und 8-1 werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder haben. Hulk City heißt sein Verein, habe ich noch gar nicht gemerkt. So, ich denke, jetzt ist aber auch gut, oder? Also, wir werden jetzt wohl nicht noch mehr. Wobei, es ist halt noch Zeit, ne? Aber komm. So wird es nicht weitergehen. Ja, okay, jetzt macht das halt schon super dumm. Im Sinne von extrem. Oh. Erstens wird er, glaube ich, auf super offensiv stehen, er spielen. Und zweitens rennt er jetzt halt wirklich total stupide drauf. Fast nur ein Eigentor, Greil. Greil. Geil. Ich denke, das war's. Ich denke, wir schießen kein Tor mehr. Wie, das war kein Foul. Hallo, Thoman. Tschüss, Thoman. Das ist schon krass, dass es hier 2-1 zwischendurch stand. Oh, ich Idiot. Da war ich kurz überfordert, was ich mache. Schusstäuschung, stehen bleiben, nach innen ziehen, runter auf Philipp Andersson in den Lauf passen und deswegen, ja, hat er dann den Ball gehabt, weil ich einfach
mit den Optionen, mit den vielen Optionen, die ich hatte, um diese Situation auszuspielen, komplett überfordert war. Glück gehabt. Beakley hat sich verletzt. Kaum ist er wieder im Team gegen Nainggolan ausgetauscht. Verletzt er sich schon wieder oder was? Da denn los? Hat das ein bisschen übertrieben, unser Karstorp mit seiner mit seinem Laufpass? Boah, genialer Pass. Übertriebener Schuss von De Rossi, würde ich sagen. Oh, der ist sowas von gepasst. Schade. Wäre noch ein schönes Kopfball so für Gulam gewesen, der anscheinend auch ziemlich kopfballstark ist. Von außen. Ich habe gewusst, dass es nicht mehr als 8-1 wird, aber 8-1 ist natürlich schon krass. 8-1, Alter. Mauro Icardi, er nimmt auch den Ball mit. Das ist verständlich bei 5 Toren. 7 Schüsse, 5 Tore. Ist aber geil, dass sie das auch mit animiert haben, dass er den Ball mitnimmt. Gefällt mir. Wir müssten ja eigentlich meine Teams komplett ausrasten. Er hatte Pisscheck? Weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht gemerkt. 9., 15., 33., 45. und 74. Minute. Geil. Also von Scorerwerten her wird jetzt Icardi wahrscheinlich so schnell nicht mehr überholt werden. Zehnerbewertung, was sonst? Tore 5, Brozovic 2, Andersen 1. Vorlagen, was? Der hat alle 3 Vorlagen gegeben? Ach du Scheiße. 8 Scorerpunkte in einem Spiel. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, das habe ich in noch keinem einzigen FIFA geschafft. Noch keinem einzigen FIFA mit keinem Spieler. Geschweige denn 5 Tore und 3 Vorlagen. Aber 8 Scorerpunkte insgesamt, 5 Tore. What? Und danach 2 Vorlagen Brozovic und der Rest war dann halt Elfmeter oder halt Fehler vom Gegner. Krass. Oh mein Gott. Ich meine, Brozovic auch 4 Scorerpunkte ist erstmal auch sick. Also, aber das ist ja heftig, ey. Das habe ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht mehr ansatzweise. Ja, geil, wir haben den Titel. 3000 für die Saisonbelohnung. Nice. Alter, das ist ja krass. Das ist ja richtig, 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 richtig krass. Ach, mein Gott. Na mal, wo kann man Spieler im Fokus sehen? Ach, ist bei Leistung, ne? Mauro Icardi, Schüsse aufs Tor vorbei, Torvorlagen, Ankommen, kurz, mittel, lang. Wichtige Triplings, wie werden die denn festgelegt? Ballbesitz gewonnen, verloren, 5-7. Kopfballduelle gewonnen, 2. Alter. Das ist heftig, das ist echt heftig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber geil, wir haben nur eine Niederlage, 5 Siege, ich weiß gar nicht, wie viele in Folge. Ach, da steht's ja. 2 in Folge. Da sehen wir die Form. 3000 Münzen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir auch über 60.000 insgesamt. Und, oh, hier meine Bestenliste. Da müssen wir noch einen überholen mit 4ern. Das schaffen wir schon. Ich hoffe ja mal, dass es so weitergeht mit den Gegnern. Aber wie gesagt, ich denke halt auch wirklich, dass ich jetzt besser geworden bin. Diese 25 Spiele Weekend League, die haben wirklich nochmal richtig, richtig geholfen, um besser zu werden. Würde ich sagen. Und was gibt's jetzt hier als Belohnung für den Titel? Aufgabe gemeistert, verdienter Sieg. 4000 gibt's schon, sehr gut. Das ist ja mal heftig, ey. 8 Scorerpunkte in einem Spiel, 5 Tore. Verdienter Sieg, ach, ist eine Wochenaufgabe. Gewinne 5 Partien mit mindestens 2 Toren Vorsprung. 1600 Münzen, also bei den Wochenaufgaben, ich meine 1600 Münzen, das ist nicht schlecht. Gerade jetzt am Anfang sind 1600 Münzen echt viel.
Sieben Squad Battles. Absolviere diese Woche mindestens. Nee, 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 nee. Setze mindestens 5 Team-Fitness-Verbrauchsobjekte bei deinem Team ein. Mhm. Sind ja nur noch die 2 Aufgaben, sehe ich gerade. Da fällt mir ein, ich wollte noch mal gucken, wie es bei Vollands und bei Brozovic aussieht. Fällt eine Partie aus, arm. 15 Spiele, 16 Scorerpunkte, aber Brozovic macht auch mega Spaß. Icardi, 8 Spiele, 16 Scorerpunkte. Aber gut, er hat gerade 8 Scorerpunkte gemacht. Das heißt, er hatte ohne dieses Spiel hätte er 8 Scorerpunkte in 8 Spielen gehabt und er hat einfach mal in einem Spiel verdoppelt auf 16 Scorerpunkte. Ach du Scheiße, ist das krank. Und was hatte Volland? 6 Spiele, 7 Scorerpunkte, auch gut, auch gut. Und wie gesagt, Volland habe ich ja auch nur Weekend League gespielt und jetzt hier in der Liga ein Spiel, deswegen nicht schlecht. Was war mit Arangis? 28, auch sehr gute Werte. Hat ja auch komplett die Weekend League durchgespielt. 28 Spiele und noch nah an dem 1 Scorerpunkt pro Spiel dran. Bei 23 Scorerpunkten. Also ich bin zufrieden. Und man darf ja nicht vergessen, es gab ja schon wieder abgebrochene Spiele, fällt mir ein. Es gab auf jeden Fall 2 abgebrochene Spiele. Durch die 24-Stunden-Disconnect. Dann gab es noch ein abgebrochenes Spiel, wo der Gegner rausgegangen ist. Es gab, und wie gesagt, Arangis habe ich ja seit Anfang an, es gab noch ein abgebrochenes Spiel, wo die Verbindung vom Gegner aus gelöscht wurde. Ne, da gab es sogar 2. Also es gab insgesamt jetzt schon, wenn ich mich nicht vertellt habe, 5 abgebrochene Spiele. Ich weiß natürlich nicht, ob er da mit dabei war. Es kann natürlich sein, dass alle 5 abgebrochenen Spiele in der Calcio A-Mannschaft waren. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Also können wir wahrscheinlich sogar schon wieder 2 Spiele bei ihm abziehen. Und da macht es das natürlich nur noch besser. Also sehr geil. Sehr, sehr geil. Und ich wollte noch gucken, ob Anderson das erste Tor gemacht hatte oder ob er schon eins hatte. Ne, er hatte schon eins, das war das zweite. Eigentlich auch nicht schlecht, nach 5 Spielen, 3 Scorerpunkte. Also, ja, ne, El Shaarawy hat wahrscheinlich deutlich weniger. Er hat gerade mal, wobei 9 Scorerpunkte in 24 Spielen. Ist es auch noch okay, sage ich mal. Gnabry hat in 11 Spielen 6. In 11 Spielen 6. 24,9. Ich weiß noch, in FIFA 17 war es, glaube ich, gut, wenn die LMs oder RMs, also die Außenmittelfeldspieler, pro Spiel ein Drittel Tor hatten. Also alle 3 Spiele oder ein Drittel Scorerpunkt. Also alle 3 Spiele ein Scorerpunkt. Das war, glaube ich, eine gute Quote. Ich glaube, Reus hatte in jedem zweiten Spiel oder sogar besser als jeden zweiten Spiel einen Scorerpunkt. Der war richtig krass. Was mit Traoré? Ich würde sogar sagen, Traoré ist schlechter als Gnabry. 6 Scorerpunkte, 11 Spiele. 9 Scorerpunkte, 22. Ja, sage ich doch. Das ist traurig, schlechter ist. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.